Sie müssen die Markierung da drin lassen, dann lassen Sie da drin die unendliche Markierung, der Wahnsinn. Da, Affe mit uns. Bin gespannt, was du zum Sagen hast. Oder ab wann wir bereit sind und so. Ui. Ui, ui, ui. Okay, das war jetzt schon mal interessant. Pfeifen hier. Aber na gut. Na gut, na gut, na gut. Ui, natürlich rutscht bei dem was auch dabei sein. Eh klar. Ah, guck mal gleich von hinten. Machen wir es uns da immer gern. So. Wir sind zurück. Servus. Servus, Christi. Servus, Servus, Christi. Der Rückkehr des verlorenen Sohns. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Ui! Ui! Das ist soweit. Bevor ich meine Meinung ändere. What? Alter. Okay, ja, da braucht jemand Hilfe anscheinend. Na warte, ich komme mal raus, na warte mal. Also ich hätte, ja, ich hätte eigentlich auch ruhig von da gehen können, aber ist ja wurscht. Oh komm, bitte, Hilfe! Er Was wird gibt's denn? sterben! Pastel? Pastel, interessiert mich doch nicht. Keine Zeit, bitte komm! Da bin ich jetzt aber gespannt. Nicht, dass das irgendeine Falle ist oder sonst. Naja, aber was? Kann auch gut möglich sein, dass es eine Falle ist, aber ich glaube nicht. Mal schauen. Wo ist denn dann überhaupt das Problem? Könnt ihr mich eigentlich ein bisschen was erzählen, was passiert ist? Meiner Meinung nach aber noch gut. Da unten! Oh shit! Gerade unter der Brücke durch! Oh jo, diese Scheiße. Ohne das Wasser zu berühren, das ist super. Oh, ohne das Wasser zu berühren. Super. Ja. Ich hab's mir eh schon gedacht gehabt. Ich habe schon in den einen anderen kurzen Moment gedacht gehabt, da hat er jetzt das Wasser berührt. Aber na, hat dann erzählt. Na gut, aber nice. Ich bin so geschissen und gekupft. Ah, Wahnsinn. Nicht bei dem, ich sag's euch gleich da, wenn ihr da umherhupft. Na, geht. Geht, 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 geht. So, da. Na! Geh bitte! Das kriegen wir schon hin, mein Freund, das kriegen wir schon hin. Ah, da geradeaus, da geradeaus, wo kommen da? Ah, da kommen wir jetzt da bei der Seite da hin. Passt. Ich probier's eh, ich komm mir schon so gut wie es geht. Ah, wo wir dürfen halt noch nicht das Wasser berühren, das ist ja das Blöde. Geiles Feeling. Ah, okay.
Ja, aber ich darf ja nicht das Wasser berühren. Hä? Okay, so. Habe ich irgendwas falsch gemacht? War ich zu langsam? Infos weiter könnt ihr ja nicht laufen. Weiter kann ich ja nicht einmal. Hm. Ob ich vielleicht übersprungen und ihm dann nicht gerettet oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, jetzt sind wir natürlich halt, dadurch, dass wir ja wissen jetzt, wie der Weg ist, sind wir natürlich dann ein bisschen schneller dran. Aber ich weiß dann nicht weiter. Ich weiß dann ganz ehrlich dann nicht weiter. Du war nicht so, stickst du eh nicht. Ja, aber ich darf ja nicht eintauchen ins Wasser. Ich darf ja das Wasser nicht berühren. Wie soll denn der Scheißdreck funktionieren? Terry ohne Wasser. Hä? Wie soll ich ihn sonst retten können? Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, jetzt ganz ehrlich. Wenn ich mich da die ganze Zeit so rechts halt, weiß ich auch nicht. Jedenfalls müssen wir links? Na, müssen wir nicht unbedingt. So, irgendwie, dass wir den da so abfangen können oder sonst irgendwas da so. Ja, super. Müssen wir gleich mal irgendwem umbringen, na super. Warte. So. Ah, das kann ich wieder nicht werfen. Wenn ich da so rundherum. Das ist interessant. Wie sie sich das da irgendwie da so vorstellen, wie es da am Rettest oder sonst irgendwas. Bei der rechten Seite, dass da vielleicht irgendwas ist, wo man dann doch noch. Hier springen dürfen wir nicht. Irgendwo da was. Können wir da schon finden? Irgendwas müssen wir doch finden können. So, wenn ich da jetzt da umlauf. Na, dann habe ich auch wieder das Wasser berührt. Das muss doch irgendwie machbar sein. Dass man den da. Erstieg, Hurenkind, erstieg. Das muss doch irgendwie machbar sein. Gibt es irgendeine Chance, dass wir auf ihn drauf? Also, er kann ja definitiv ja auf. Na, Alter, jetzt werden wir das sicher. Das kannst du jetzt vergessen, Alter. Scheißdreckswolf, Alter. Ich weiß nicht wirklich, ob man das. Das ist wieder, aber na wurscht.
Das ist ja viel zu weit weg. Das ist ja viel zu weit weg. Ich hab das Wasser berührt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Hi. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf dem Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Es kann jetzt zu einer richtigen Siedlung schon werden. Also wenn dann ein paar Leute dann noch mehr dazukommen, kann das zu einer Siedlung werden. Aber ja, wir haben es, aber bei Wasser. Also das ist dann ja, okay, Hauptsache geschafft. Aber das Holz können wir gut gebrauchen. Noch einer. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Lieben gern. Was Nützliches. Ja. Oh, also was Nützliches. Na super. Und dann müssen wir sie abladen. Na, dann schauen wir mal vorbei. Nach Mission mit dieser Brunnen ausschalten, um neue Anwohner. Geil! Ja, das klingt interessant. Das klingt interessant. Servus! Muss man da mit dir reden, oder? Gibt es eigentlich gar nichts zum Bereden? Ich glaube, da gibt es gar nichts zu bereden. Na gut, dann schauen wir uns mal die nächste Mission an. Was wir da am Start haben. Ich bin gespannt. Na, bist narrisch. Nehmen wir wieder den Fluss, da wirst du ja nicht hier. Fluss, Alter. Boah! Da sind wir eigentlich erst recht ins Wasser reingekupft und da haben wir es trotzdem geschafft. Versteh nicht. Na. Irgendwie, ich will es einfach nicht akzeptieren. Wir sind da extra dann noch. Wahnsinn. Und einer mit uns. Ist es sicher ein bisschen eisig, aber nur ein bisschen. Ich versteh's nicht. Versteh's wirklich nicht, wieso du es geißeln wird. Ja, du darfst nicht ins Wasser, dann springst du nicht ins Wasser und hast es geschafft. Na gut. Hauptsache geschafft. Das hängt einfach und das nervt.